exotisch anmutenden Raumgleiter werden in der Bundesrepublik ein neues Zeitalter des Reisens einleiten. Natürlich jetzt sehr früh auf den Weg. Wunderbare Witterung war. So, diese Morgenstimmung war schon klar, dass es ein sehr schöner Tag wird. Klar ist ein gewisses Reisefieber da, sage ich mal. Ja? Dass man eben da nichts versäumt oder gerade den Zug jetzt noch verpasst. Ja? Das ist deine. Was hast du denn da wieder alles dabei? Kommst du recht ohne uns, Papa? Ja, freilich. Gut. Pass mal auf unsere Kleine auf. Wo steigt sie um? In Nürnberg. Da geht's schneller. Und da haben sie sich halt entschlossen, nach Norden zu fahren. Und weil es eben sehr weit ist und man davon ausgegangen ist, auch Zugfahrt sei einfach eine sicherere Geschichte, sind sie im Zug gefahren. Auf Gleis 19 wird für Sie bereitgestellt ICE 885 Wilhelm Konrad Röntgen von München auf Entschuldigung, Platz 61, wo muss ich da hin? Ja. Meine Frau war also leidenschaftliche Bahnfahrerin und sobald sie hier saß, begann bei ihr der Urlaub. Die Natur, die Impressionen auf sich einwirken lassen. Sie war also eine Genießerin und ich habe also viel von ihr übernommen. Muss ich noch korrigieren. Max. Danke. Waren in der Nacht vor dem Unglück viele Züge zu warten? Ich kann mich daran erinnern, dass wir in dieser Nacht einen Haufen Züge hatten, die wir mit relativ wenig Leuten bearbeiten mussten. Es war doch relativ eng. In der Regel haben wir in einer Nachtschicht so etwa 8 oder 9 Züge. Dieses Mal werden es aber so grob geschätzt 12 bis 15 Züge gewesen sein. Es ist richtig, dass wir bei der Wartung und Instandhaltung der Züge während der besagten Nachtschicht unter einem erheblichen Druck standen. Dieser Druck hatte aber keinerlei Auswirkung auf die Arbeitsqualität. Wir gehen hier noch ein bisschen auch mit, sonst bleibe ich hier. Nina, dein Koffer ist voll, wir haben keinen Platz. Die Bücher müssen auch mit. Außerdem ist meine Zahnbürste noch nicht aufgeladen. Dann fahren wir später, finde ich eh besser. Das machst du, wenn du ankommst. Hast du die Fahrkarten? Ja, das war wie immer ein bisschen hektisch, wenn man so eine Reise antritt, sind alle Koffer gepackt, sind alle Puppen dabei und ist das Badezeug eingepackt. In Flensburg an der Förde konnte man baden. Also so diese übliche Aufregung. Mein Koffer? Wenigstens einer muss ja arbeiten.
Gut, dann saßen wir in der Taxe. Ich erinnere noch, dass der Nachbar fragte, na, wo geht's denn hin? Und dann sagte Henry, wir sind heute glücklich, denn wir fahren nach Glücksburg. Meine Damen und Herren, ruhig angehen lassen, weil es war noch relativ früh. Ein bisschen Zeitung gelesen, gefrühstückt, dann die Wildtrut versorgt. Was heißt also? Waschen, umziehen, wickeln, füttern. Christoph, gib mal ein Handtuch für deine Schwester, komm. Christoph hatte Ferien. Es gibt ja da in Bayern 14 Tage Pfingstferien. Christoph war auch zu Hause. Gibt's Frühstück? Ja, später Nacht. Ja, das war jetzt eigentlich das zweite Mal, dass meine Frau und die Astrid ein paar Tage wegfahren konnten. Wobei meine Frau vielleicht 6, 8 Jahre nicht mehr mit dem Zug gefahren war. Ich kann mich erinnern, dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine Anweisung gekommen ist, dass wir nicht mehr so viele Radsätze tauschen sollen, weil dies teuer ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass dies vor Januar 98 gewesen sein muss. Es kann aber auch schon längere Zeit zurückliegen. Da steigen Sie ein. Entschuldigung. Ja, jetzt gehst du rein ans Fenster. Ihr ans Fenster, wisst ihr dort? Na, okay. Wir begrüßen den zu gestiegenen Fahrgästen. Und wie sie den Zug dann gesehen hatte, da kamen dann die ersten Zweifel aus und hatte sie dann gefragt gehabt, wie schnell der Zug denn fährt. Und habe ich ihr das dann gesagt gehabt, wie schnell der fährt? Und dann rümpfte sie das erste Mal die Nase und. Gibt's hier keine Gurte? Was ist denn für Gurte? Ich kann sie nicht finden. Na, Gurte halt, wie in deinem Auto. Hat sie gesagt, wo lassen wir das Gepäck denn? Dann habe ich ihr gezeigt, wo wir das Gepäck lassen. Und dann war die nächste Frage denn. Und die, wie sichert man die? Und darauf habe ich dann eben halt gar nichts gesagt, weil das Gepäck war nicht zu sichern. Ich habe halt einfach Bedenken. Immerhin so Sachen. Und angeschnallt ist man auch nicht. Und irgendwie würde ich schon am liebsten gar nicht einsteigen. Da gab es schon die erste, nicht Streit, aber so ein bisschen Reibereien. Da. Da saßen wir, genau. Der André saß da am Fenster. Ja, und ich bin da gesessen. Und der Jörg saß da oder da, das weiß ich jetzt nicht. Was sagst du? Wenn ich gesessen bin, saß ich in der Mitte. In unserem Bordrestaurant erwartet Sie unser freundliches Frühstück. Wir empfehlen unser reichhaltiges City-Frühstück. Entschuldigung, kann ich mal reden? Ja, klar. Wahnsinnig, du. Also schön sind die neuen Wagen schon, gell? Ein bisschen eng. Aber sonst das fährt das schon prima. Guten Tag. Fahrscheine bitte. Grüß Gott. Mhm. Können wir damit 2 Tage in Hamburg halt machen? Ja, das ist kein Problem. Super. Glaubt ihr alles. Wie war die Situation in der Nacht vor dem Unglück? Die hier erreichte Anzahl von Rädern mit Grenzwertüberschreitungen hätte in einer Nachtschicht keinesfalls getauscht werden können. Dafür war die Standzeit der Züge zu kurz. Wenn man alle Räder getauscht hätte, wäre der gesamte ICE-Betrieb von München zum Stillstand gekommen. Das hätte sich kein Disponent erlauben können.
Ich habe mein zweites Kind gerade entbunden. War also in der Klinik, aber natürlich, weil mein Sohn damals auch in der Klinik verbleiben musste, weil er als Frühchen geboren wurde, und bin dann zwischendurch immer mal wieder nach Hause gefahren. Stunden. Lassen Sie sich Zeit. Die waren alle nicht da. Kind Schule, Mann bei der Arbeit. Hab ich gesehen, ja. Sogar mit Himmelbett. Wann hast du das Ding gemacht? Ich muss so gegen eins in der Klinik sein. Große Muschel. Was die Wolken alles erzählen. Auch bloß hinschauen. Da vorne ein Seepferdchen. Da hinten der Watzmann. Eiger, die Dolomiten. Es war ein sehr warmer Tag und sehr schöne Wolkenschiffe, möchte ich sagen. Und habe also sehr viel über die Stimmung hier erzählt. Ich habe selten so viel erzählt wie an diesem Tag. Hey, die gibt's auch noch? Ja, ich fahr zu meiner Freundin. Nach Hamburg. Geburtstag? Heute? Du feierst? Hannover? Wann? Ah. Ich geh mich ein bisschen bewegen. Okay. Wir hatten reserviert. Ich hatte immer reserviert, wenn eine Frau dabei war. Die musste wissen, wohin sie gehört. Also das waren diese zwei Plätze. Der Fensterplatz von meiner Frau und das war mein Platz. Milch und Zucker. In wenigen Minuten erreichen wir Fulda. Dort haben Sie Anschluss von den Interregionalkosten um 12.22 Uhr. Hier, es war mein Stammplatz, wenn er frei war. Da habe ich nach Möglichkeit immer gesessen. Mindestens aber an so einem Tisch, weil ich das dann immer ausgenutzt habe zum Lesen und Schreiben und so. Für meinen Auftraggeber, das war also ein Autohändler, nebenbei bemerkt, ein blinder Autohändler sogar. Der hat also mit gebrauchten LKWs gehandelt. Und da sollte ich in Hamburg einen LKW abholen. Das gehörte dazu, das war Ritual, kaum sitzt da drinnen, gemütlich, Zigarre war. Das war so, dass ich einen wichtigen Termin hatte, der schon länger feststand. Und dann haben wir uns eben morgens an dem Bahnhof getrennt. Ich fuhr Richtung Köln und sie fuhren Richtung Flensburg. Kinder, kommt her. Das sind unsere Plätze. Komm. Henry, setz dich da. Die wollen mal wieder mit Papa zusammen wegfahren. Finde ich auch besser. Immer fährt nur einer mit uns mit. Oh, Henry. Das nächste Mal fahren wir alle zusammen. Meine ganze Familie hatte Bahncards. Das heißt, wir waren entschlossene Bahnfahrer, weil wir gesagt haben, das ist das sicherste Verkehrsmittel. Wir fuhren nicht mehr mit dem Auto in Ferien, sondern immer mit der Bahn.
natürlich hatte die Wartung dieser überdurchschnittlich vielen Züge Konsequenzen. So hatten wir einfach weniger Zeit für jeden einzelnen Zug. Wir mussten zügig alles abarbeiten und hatten zwischendurch kaum Pausen. Die Züge mussten ja schließlich raus. Es war nicht das Problem der Überlastung, sondern das war das Problem der mangelnden Kenntnis. Sie hatten von dieser neuen Bauart, nämlich dieser gummigefederten Radreifen, im Grunde keine Ahnung. Das Problem war, vorher liefen nur Vollräder. Und Vollräder, wenn sie Unrundheiten zeigten, ließen sich relativ schnell überprüfen, woran es lag. Hier war die Besonderheit, dass wir davon ausgehen müssen, dass der Bruch sich aus einem langsam fortschreitenden Riss entwickelt hat. Das Problem, was sich dann stellte, ist, dass die Mitarbeiter vor Ort von solchen Anrissen keine Ahnung hatten. Danach wurde auch überhaupt nicht geprüft. Es ist immer schon gesagt worden, dass sich Unrundheiten auf den Komfort beziehen und keine Bedeutung für die Sicherheit haben. Grenzwertüberschreitungen habe ich jedenfalls für die Zeit vor dem ICE-Unglück nicht als sicherheitsrelevant angesehen. Sie konnten sich nicht mal vorstellen, dass es so etwas geben konnte. Das heißt, die gucken sich das Rad an, prüfen das wie ein Vollrad und finden nichts. Ich habe mir damals jedenfalls nicht vorstellen können, dass ein Zug wegen Unrundheiten entgleisen könnte. Bringst du noch einen Kaffee mit? Milch und Zucker? Wie lange sind wir zusammen? Etwas Milch, lauwarm, kein Zucker. Darf ich? 4 Monate. 5. Einige Zeit war ich selber Fahrgast in einem ICE aus dem Ruhrgebiet Richtung Hannover und merkte dann, als der Zug hinter dem Verlassen des Ruhrgebiets beschleunigte, dass in dem Wagen, in dem ich saß, eine erhebliche Schwingung auftrat. Alles stürmte in die benachbarten Wagen rein, suchte sich dort einen Sitzplatz, weil es fast also bis zum Brechreiz führte, wie dieser Wagen vibrierte. Es entstanden Vibrationen, die im Wagenkasten spürbar waren und für den Gast unangenehm waren. Und dieses Prestigeprojekt ICE drohte also nun zu kippen und man brauchte eine Lösung, diese Brummproblematik in den Griff zu bekommen. Es war schlicht nicht zu ertragen, es ging an die Gesundheit, es ging an das Wohlgefühl. Und das war ja nun das Paradepferd der DB und das war das Prunkstück der DB und das war nicht hinzunehmen. Bei meiner letzten Fahrt von Stuttgart nach Frankfurt-Main am 27.09.91 saß ich im Bistroraum des Speisewagens. Das Dröhnen und Scheppern war so stark und beängstigend, dass nach meiner Einschätzung bei längerem Anhalten nicht nur mit großen negativen Reaktionen der Kunden, Klammer auf, und der veröffentlichten... Aber weil es dem Vorstand so wichtig war, diese Geräuschproblematik aus der Welt zu schaffen, ist die ICE-Flotte vorher, also noch vor Ablauf der sonst üblichen Testphase, umgerüstet worden und komplett mit diesen Rädern ausgestattet worden oder weitgehend? Es müssen sofort konkrete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Willkommen in der War hier alles besetzt und dann sind wir hier gesessen. Hier ich und hier mein Kollege. Ganz von unten angefangen. Ich habe richtig Lokführer gelernt. Ich bin gerne bei der Bahn gewesen und ich bin auch gerne Lokführer gewesen. Das wird das ja tun. Ich glaube, 15 Minuten später wäre ein Interview gefahren. Den hätte ich auch nehmen können.
darf, ne? Ja. Danke. Wann sind wir da? Hannover ist schon durch. Gute Stunde. Dass sie also auf die Toilette gehen wollte und dann halt anscheinend gleich wieder zurückkommen wollte. Also bis dieses Unglück passiert ist, ist sie nicht zurückgekommen. Ich glaube, es war der Wagen 6. Also es war auf jeden Fall der letzte, also der noch durch die Brücke durchgekommen ist, der halb eingedrückt war. Das war der Wagen, in dem ich saß. Nichts passiert. Ich setz mich mal darüber. Also ich habe den Platz eingenommen bis Hannover, da ist ein bisschen lichter geworden und habe mich also dann diametral 2 Meter hinter sie gesetzt, um meine Beine auszustrecken. Und dann kam noch irgendwie nach 5 Minuten, hat sie mich gesucht, wo ich sitze, und dann noch ein kurzes Lächeln, das war die letzte Begegnung. An diesem Tag ist auch dieser Radreifen auffällig gewesen, dass er unrund ist. Und diese Unrundheiten hat man in den Werken in Hamburg und in München als Fehlmessung interpretiert und hat gesagt, das stimmt was nicht. Hat aber gesagt, er kann weiterfahren. Und das ist das, was ich eben sagte. Dass man es möglich gemacht hat, dass er weiterfahren darf, das ist der Fehler im System gewesen. Ein Ehepaar, die waren ein jüngeres Ehepaar mit 2 halbwüchsigen Kindern. Und da dachte ich noch, mein Gott, die müssen nur hier mit ihren Kindern in den Rauchabteil gehen. Aber manche nehmen ja darauf keine Rücksicht. Du bist dran. Ja, die Schlossallee ist meine. Du hast jetzt schon wieder die Straße, die ich haben wollte. Ich habe ja den Verdacht, heute noch immer, dass das aus rein wirtschaftlichen Gründen passiert ist, dass man so einen Radreifen bis zu einer bestimmten Größe runterfährt, ohne zu wissen, wie hoch die Gefahr ist mit abnehmendem Radreifendurchmesser. Und das ist der Punkt, wo man natürlich ins Grübeln kommt und sagt, hat da die Wirtschaftlichkeit das Betriebsgrenzmaß bestimmt. Je weiter ich ihn runterfahre, desto länger brauche ich keinen neuen zu kaufen. Und da hätte die Bahn hätte den nicht rausfahren lassen dürfen. Da war ein Schock, wir wussten nicht, was los war. Ich habe nur gesehen, dass da der Fußboden aufgerissen war. Und das ist, weiß gar nichts Gutes. Und da war das, als ob eine Bombe einschlagen würde und dir den Boden unter den Füßen wegreißt. Das ist aber komisch, oder? Das hat aber so aufgeregt. Tier? Wenn ich jetzt hier in den Gang rauslaufe, ich sehe nur grün, aber ich sehe keine, nicht irgendwie, dass es großartig gekennzeichnet wäre, hallo, hier ist eine Notbremse. Aber ich sehe, wo? Du kommst rausgelaufen und du siehst nichts. Ihr hattet eine Notbremse im Abteil. Jetzt, wo du sagst, sehe ich ja. Das ist
ist eigentlich die Sache, die mich heute noch quält und wo aber jeder zu mir gesagt hat, auch im psychologischen Gespräch, dass mich da keine Schuld trifft. Also das ist eine Sache, die mich immer noch beschäftigt. Das heißt, also während des Knalls und während des Unfalls die Notbremse selber zu ziehen. Das ist jetzt, also ich habe auch keine Notbremse gefunden. Das wäre mir nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Die wäre mir nie aufgefallen. Der vorne in unserem Abteil. Da ist der ganze Boden aufgerissen. Was? Gucken wir uns das mal an. Ich bin gleich wieder da. Setzt euch. Der fuhr ja unvermindert, volle Lotte, Sven hat Sachen. Man hat den Eindruck, der wird immer schneller. Fuhr der Zug weiter, ja? Naja, dann hast du gedacht, mein Gott, was kann das? Ja, aber scheißegal. Kurzes Rucken durch den Zug und dann ging es eigentlich auch ganz normal wieder weiter. Also es war nur ein kurzer Zwischenfall. Die Gleisarbeiter haben wir erst am nächsten Tag bzw. Tage später gefunden. Ihren Leichen waren mit einem Drehgestell hier unten unterhalb der Brücke aufzufinden, in mehreren Meter Tiefen. Ich habe nur ein Poltern gemerkt hier. Dann haben wir gedacht, das ist also ein Selbstmörder. Tja, dann fiel mir so ein, Mensch, in dieser Gegend, das ist ja in der Nähe von Gorleben, da hast du mal gehört, da haben sie schon mal die Atomkraftgegner was auf die Gleise geschmissen. Ne? Wir haben dann gesehen, dass der Radreifen sich unter diesem Drehgestell verkantet hatte. Er war ja 5 Kilometer vor Eschede geplatzt und hatte sich verkeilt unter diesem Drehgestell. Es wäre wahrscheinlich nichts passiert, wenn dieser Radreifen nicht die Weiche verstellt hätte in Eschede. Dadurch, dass der Wagen jetzt natürlich sehr stark vibriert hat in seinem Gleis, ist es dazu gekommen, dass das Drehgestell unten hier gegengefahren ist. Dadurch ist diese Weichenzunge hier abgerissen und es kam zu einem Umstellvorgang. Jetzt ist die Weiche auf Abknickfahrt eingestellt. Und ab hier begannen jetzt die Wagen zu entgleisen und rauszulaufen auf das Nebengleis. Teil ist das so ein kleiner Spiegel gewesen. Da habe ich dann reingeguckt und habe mich dann gesehen, habe dann nur gesagt, oh Jörg, das war's, also mehr Glück hast du nicht. Denken kann man sowieso nicht. Es ist vom Gefühl her, ich habe schon ein Kind verloren. Und für mich war es einfach so, das gebe ich nicht her. Und das halte ich jetzt fest und das bleibt bei mir. Automatisch, ja, wie man jetzt so wahrscheinlich macht, zusammengekrampft, krampfhaft an dem Tisch festgehalten, zusammengekrochen in mich hinein. In dem Augenblick bin ich hochgeschreckt und ins Auto rein und einfach losgefahren. Und bin zur Brücke gefahren. Und ich konnte das Geräusch auch nicht orten.
Dann war Ruhe. Da war es total still. Und dann habe ich Leute auf dem Wall gesehen, die mit dem Koffer oben lang gingen oder liefen. Ist was passiert? Wir sind jetzt im Bahnhof. Gehen Sie immer geradeaus, dann kommen Sie direkt dahin. Wo sind wir hier? In Eschen. Der Betonpfeiler, der erste, hat ungefähr hier aufgetroffen und hat den Zug regelrecht wie ein Messer aufgeschnitten. Der Wagen 3 reißt also die Brücke ein. Reißt die Brücke ein, sie schwebt noch einen Augenblick. Dadurch ist der Wagen 4 noch relativ unbeschädigt drunter durchgekommen. Er entgleist und rollt hier in die Böschung. Aber Wagen Nummer 5 kriegt dann oben das komplette Gewicht der Brücke ab, wird in der Mitte total zerdrückt. Die Einzelteile haben sich verteilt. Und ab Wagen 6 und die folgenden verhalten sich dann wie ein Zollstock unmittelbar vor der Brücke auf. Florian Zelle vom Florian Zelle 1899, komm hin. Brücke eingestürzt, ICE entgleist, mehrere Waggons unter der Brücke, sowie auf der Bahnstrecke. Wir brauchen sämtliche Rettungsmittel, die zur Verfügung stehen, mit mehreren leicht und schwerverletzlich, zum Ende sogar auch mit Toten. Der absolute Wahnsinn. Und der erste Gedanke war bei mir, vielleicht irgendwie eine Übung, Feuerwehrübung oder sowas, weil es war keine Menschenseele da. Es war kein Krach, kein gar nichts. Es war eine Totenstille. Hallo, hört ihr jemand? Hallo! Ein Hammer! Mama? Diese Stromkabel zischten so hin und her und ich wusste jetzt gar nicht, verdammte Kiste, wie kommst du jetzt zum Zug, ohne dass dir jetzt selber was passiert. Ich hatte jetzt einfach meinen Sohn im Hinterkopf, weil der lag in der Klinik und wollte Milch. Ja, dann kamen diese ersten zwei oder drei Waggons, da kamen überall Leute raus. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr euch selber helfen, weil die alle noch an und für sich, viel Verletzte hat man da nicht gesehen. Das waren Frauen, das waren Männer, das war also unterschiedlich eigentlich. Eigentlich die Person, die da eigentlich gestanden ist, habe ich versucht anzusprechen. Ich weiß ja nicht, ob von der anderen Seite noch irgendwie, weil es ja mehrgleisig gewesen ist, dass von der anderen Seite vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch noch ein Zug angeschettert kommt. Kommen Sie zu uns. Ja, ich bin's. Der Zug ist entgleist. Ja, das nächste war anrufen. Meine Frau angerufen. Wo sind wir denn hier? Eschede. Eschede, schau mal auf die Karte. Als nächstes telefoniere ich mit meinem Auftraggeber. Hört nichts mehr, Hamburg ist out. Hier ist ein großer Zugunglück passiert. Das war's dann. Ist da noch jemand? Hier vorne nicht. Langsam. Vorsicht. Da waren so viele Koffer. Vorsicht, raus damit. Die haben einfach rausgeschmissen und dass man irgendwie da was hatte, wo man drauf treten konnte. Ne? Und dann haben wir den. Die Leute, die noch einigermaßen, die bloß mit dem Arm oder mit dem Bein so ein bisschen was hatten, die haben wir dann über diese Rutsche raus. Das müssen vielleicht 4, 5 Leute gewesen sein. Man hatte auch nicht mehr dieses oben oder unten. Es war alles durcheinander geflogen, dass man überall gucken müsste, wo lag wer zwischen
oder drauf oder drunter, dass man, also irgendwo, wo man hintrat, auch keinen zusätzlich noch verletzte. Ich bin da reingegangen und dann hat man diese Menschen da gesehen, die brauchen Hilfe, und dann hat man einfach zugefasst. Ich glaube, das Denken schaltet man in dem Moment aus. Kann man den anfassen, kann man den nicht anfassen oder was? Da fasst man an. Das Einzige, was ich gesehen habe, wo ich runtergucken konnte mit den Augen, dass aus dem Mund, fingerdick, das Blut rausliegt, beziehungsweise schon verklebt, verklumpt runterging. Dass alles kaputt war, der ganze Kiefer, das Trümmerbruch und Gelenk, Kopf und was alles kaputt war, das habe ich da auch nicht gemerkt. Ich konnte nur eben nicht laut reden, ich konnte nur so ganz leise rumflüstern. Hören Sie mich? Können Sie mich hören? In dem Moment sagte keiner was im Fahrzeug. Also als diese Durchsage kam, hier ist ein ICE verunglückt, da herrschte im Moment Totenstille im Fahrzeug. Für mich war irgendwie, ja, zwei Güterwaggons, vielleicht ist einer aus den Schienen gesprungen, also an irgendeinen Unfall mit Personenschaden, habe ich nie gedacht, gar nicht. Mit Decke und Krankenwagen. Weil wir waren ja bis zu dem Zeitpunkt erst mit 8 Kameraden vor Ort und bei einem so großen Einsatz wusste man auch nicht gleich, wo man anfangen sollte. Man arbeitet da schon gegen die Zeit. Es liefen oben auf der Brücke liefen Menschen rum, die waren natürlich sehr verstört. Man hat sie angesprochen und dann kam, wie gesagt, ja auch Hilfe aus den Nachbarfeuerwehren. Es kam Hilfe von den Anwohnern und die haben sich dann schon um diese Leute gekümmert. Später. Wie spät wird's bei dir? Der Zug war gegen 6 Uhr in München gestartet. Über den genauen Hergang des Unfalls ist noch nichts bekannt. Ob es verletzt die oder erste Information, die mir erinnerlich ist, es war wahrscheinlich schon um 10:45. Es hätte irgendwo einen Eisenbahnunfall gegeben, aber weitere Informationen gab es da nicht. Irgendwo eine kleine Schuss Unsicherheitssorge, der da aufkommt. Gerade eben auf dem Hintergrund, dass meine Leute ja sonst praktisch nicht Zug fahren. Ich habe meine Mutter nicht finden. Wo hast du denn deine Mama zum letzten Mal gesehen? Ich warte doch nur kurz auf die Toilette. Komm her. Und ich sag, ich suche deine Mama. Und dann habe ich mich alle nur auf dieses Kind konzentriert. Na, ich meine, wen suchst du eigentlich? Und dann bin ich ganz da hinten durch und da war alles offen. Gab es keine Toilette mehr. Und wenn ich das gesehen habe, was da noch lag, wo mal die Toilette war, da war mir schon klar, dass das nichts mehr wird. Ist das sicherste Verkehrsmittel. Das sagt aber nichts darüber aus, dass nicht trotzdem Katastrophen passieren. Das können wir nicht verhindern. Deutschland hat seine Katastrophe gehabt.
Mann! Wir finden deine Mama, ganz bestimmt. Viele sind ja auch einfach nur weggerannt. Wussten nicht wohin. Unter Schock, verstehst du? Ich musste sie anlügen. Es war, man kann ja nicht sagen, irgendwie bei der Wahrheit bleiben oder was man gesehen hat. Vielleicht hat auch schon jemand sie gefunden. Bei mir. Und dann bitte hier, bei den anderen Leuten, sage ich, ich komme gleich wieder. Ich möchte gucken, ob auf der anderen Seite auch noch Leute sind. Und dann bin ich eben halt weiter nach hinten gegangen. Und dann kam mir auch schon ein verstaubter Mann, und kam mir apathisch entgegengelaufen. Also meine Angst stieg dann immer höher. Ist ja ein Körperteil. Ist ja ein Bein. Ist ja ein Bein aus der Scheibe raus. Und das hat mir einen Schlag gegeben. Lass uns gehen. Was ist? Dann können wir Ihren Angehörigen mitteilen, dass weg. Ja, es wird sich gleich weg. Ich glaube, wir brauchen ja auch noch einen Notarzt. Für mich war klar, das willst du sehen, was ist da los? Ja? Die drei Waggons hier, das ist ja nicht der ganze Zug. Wo ist der Rest des Zuges? Das wollte ich sehen. Er hat mir in der Schule noch erzählt, dass er auch gen Norden fahren wollte. Aber ich wusste nicht, wann er fährt, an welchem Tag. Und damit habe ich da auch nicht damit gerechnet, dass er in demselben Zug sein würde. Da spricht mir ein junger Bursche an, also ein Schüler von mir. Und wir wussten also vorher nichts. Das heißt, wir beide denselben Zug nehmen. Horschmann, Halfers, was machen Sie hier? Ich will in die Ferien. Ist alles in Ordnung? Ich suche meine Frau. Weiß nicht wo. Das verstehen Sie doch. Wir kamen auch an die Unfallstelle und erlebten eine katastrophale Situation. Diese schreienden, wehklagenden Menschen mit abgerissenen Armen, Beinen zu sehen, die noch lebten, das war für mich etwas Neues. Und das ging mir auch durch Mark und Bein. Man steht hilflos daneben und kann nicht helfen. Spürt, wie die Leute leiden. Für uns alle war es erstmal wichtig, die Verletzten dort rauszuholen. Gut, dass man in dem Moment die ganzen Toten eben dann auch gleichzeitig geborgen hat. Es war ja auch teilweise so, wir mussten die Toten bergen, um an die Verletzten ranzukommen. Einer sollte Leichen. Säcke holen, dass wir mindestens 100 Stück brauchten. Also das war für mich eigentlich unvorstellbar, dass das so viele Leute waren.
die lag auf meiner Seite. Und zwar leicht mit Sand bedeckt, gut anzusehen, als würde sie schlafen. Also im Kopf hat sie, im Hinterkopf eine Verletzung, die habe ich nicht gesehen. Und die linke Hand war ab, die habe ich auch nicht gesehen. Sie war also leicht eingebettet in dieses Erdreich. Bleibst du in Köln, Jens? Nur heute. Meine Frau und die beiden Kinder fahren heute an die Flensburger Förde zu Verwandten. Ein paar Tage Ferien. Glücksburg, hm? Ja. Es war sehr warm an dem Tag. Und ich sagte, na, ist ja wunderbar, dass es in den Zügen jetzt so herrliche Klimaanlagen gibt. Also man ist irgendwie wohl behütet. Und dann sagte er, ja, ja, das ist sicher ein Vorteil, aber hast du von dem Unglück gehört? Welchem Unglück? Ein ICE in Niedersachsen hinter Hannover. Darf ich? Mhm. Und ich habe dann schnell rückgerechnet und war ziemlich sicher, dass das der Zug war, in dem meine Familie saß. Andere werden in umliegende Gebäude gebracht, um dort medizinisch behandelt zu werden. In der Situation, als ich diese Nachricht zum ersten Mal bekam, war von 15 Toten die Rede. Und da hat man Hoffnung, nicht? Und denkt, da vielleicht sind sie nicht dabei. Und dann erfuhr ich ziemlich bald, dass auf diesem Wagen, in dem meine Familie saß, die hatten reservierte Plätze, dass auf diesen Wagen diese Straßenbrücke gefallen war. Waggons eingeklemmt. Viele Verletzte werden zunächst. Ja, und dann bin ich mit dem nächsten Zug in Richtung Eschede gefahren und ich glaube, das war die schlimmste. Das war die schlimmste Fahrt meines Lebens. Können Sie mal bitte halten? Wir müssen in Tobias 18 Bad Thomas. Wo schicken wir den hin? Hannover, Celle oder Hamburg? Und ich habe versucht, da auf meine linke Brusttasche zu zeigen. Da waren meine ganzen Papiere drauf. Und da habe ich dann auch mit versucht, Hamburg zu sagen. Entscheide selber. Wir schicken ihn nach Hamburg. Ich habe das also wirklich so empfunden, als ob ich hier was sehe, woran ich eigentlich gar nicht beteiligt bin. Ja, ich sehe hier einen Ablauf, der ist unglaublich. Ich bin Beobachter dieser ganzen Szenerie und bewege mich hier nun automatisch dadurch, ohne irgendwie eine eigene Regung oder was zu haben. Überlegt man doch, hat das hier wirklich noch einen Sinn? Was machen wir hier eigentlich? Er ist mehr tot als lebendig. Okay, sitzt. Wir machen eine Thorax-Drainage. Bitte einmal Skalpell. Wir haben den in Narkose versetzt, haben den künstlich beatmet. Wir sahen wirklich null Chance für ihn. Okay, hast du ihn im Auge? Und? Wollte aufschreien. Also das war dann dieser Schmerz, da wahrscheinlich war denn schon zugestochen.
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Skalpell war. Es könnte auch ein Schraubenzieher gewesen sein, weiß ich nicht. Und das war das Letzte, was ich von da aus weiß. Sieht nicht aus, als ob er durchkommt. Okay. Versorgt ist er. Wir brauchen noch weitere Hilfe. Hallo, können Sie mich hören? Also ich bin, hab einmal zurückgeguckt, ob alles, ob man noch irgendwas machen konnte, war aber nicht, weil genügend Leute und Retter an jedem einzelnen Wagen waren. Und da habe ich mich einfach umgedreht und bin gegangen. Dann bin ich erst 17 Tage später wieder da gewesen, oder dass ich jemand, meine Frau oder die Kinder wieder erkennen konnte. Und bis dahin weiß ich das nur alles aus Erzählungen, dass ich bis zum 15. Tag wusste also noch keiner, ob ich das überlebe oder nicht überlebe. Hat das überlebt? Das höre ich das erste Mal heute, das wusste ich nicht. Der hat das überlebt, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Das habe ich nämlich nicht gedacht, dass er das überlebt hat. Also jeder hat sein Bestes gegeben, jeder wollte Leben retten. Jeder wollte eben seinen Teil dazu beitragen, um lebende Personen eben aus diesem Bonfightenzug zu holen. Ich trage hierher. Lassen Sie gleich weg. Darüber. Der Frau ist schlecht. Gut. So, dann hier. Dieser Frau hier. Kannst du noch mal gucken, ob hier ein Arzt rankommen kann? Du noch mit her! Du her! Und ihr beiden von der Feuerwehr! Wir haben nach einem Schotterbett haben wir noch eine Frau rausgeholt und dann erstmal unter den Baum gelegt. Schien ja auch, die Sonne war ja warm. Und dann brachten dann die anderen Kameraden noch mehrere Tote und die wurden da erstmal hingelegt und gesammelt. Hallo? Kommen Sie bitte zu uns. Da sehe ich das Wappen herausragen aus dem Erdreich von dem Rucksack und sehe meinen Rucksack. Das war, den Rucksack habe ich gleich an mich genommen. Eine Schulaufgabe von einer 10. Klasse, die ich also noch vor Pfingsten geschrieben habe, die musste ich korrigieren. Anblick überhaupt. Das war wie eine ausgestopfte Puppe. Da war nichts mehr dran. Sie konnten nichts mehr erkennen. Keine Nase, keine Ohren, kein gar nichts mehr. Ich darf es gar nicht erzählen. Ich habe sie wieder zugedeckt. Ich habe die Steine alle wieder so rangelegt. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber es war für mich unvorstellbar. Das war.
Da ging plötzlich überraschenderweise mein Telefon, mein Handy. Und noch überraschter war ich natürlich, dass da ein Fernsehsender dran ist. Ich sage, wie kommen Sie auf meine Nummer? Von meinem Chef. Ja, ich bin in Eschede. Also, jetzt wollte er natürlich wissen, was ist denn da los? Ja, hier ist der ICE entgleist. Ganz ruhig. Treffpunkt. Ist stabil. Wir können ihn runterbringen. Ja, ich gehe zum Bahnhof. Nein, ich laufe hier nicht weg. Ja, wir auch. Ich warte auf meine Frau. Der mich da kommen sah, der hat mich angesprochen. Können wir helfen? Brauchen Sie Hilfe? Ja, nee, danke, ist lieb, aber ich bin davon gekommen. Jetzt nicht passiert. Ja, totale Chaos. Ja, sag, gehen Sie dahinter. Da ist Chaos, da wird Hilfe gebraucht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zahl der Toten über die bisher vermuteten 25 hinaus noch dramatisch erhöht? Also heute Morgen um 11:30 hieß es 8 Tote. Mittlerweile sind es 25 oder 30. Es sollen noch 200 Verletzte dort sein. Ich schätze, die Chance ist, oder die Gefahr ist sehr groß. Erst hieß es doch einige Verletzte, dann Verletzte und einige Tote. Und dann hieß es 30 Tote würde es geben. Sind die Reste einer Brücke? In Niedersachsen hat sich am Vormittag ein verheerendes Zugunglück mit einem ICE ereignet. Als die Information sich so weit verdichtet hat, ICE-Unfall und so auf der Strecke Würzburg-Hamburg oder Hannover-Hamburg, da war ich dann natürlich schon beunruhigt. Sei mit hoher Geschwindigkeit gegen das Hindernis geprallt. Dann habe ich in Hamburg angerufen. Ja, grüß Gott, Löwen in Vilshofen. Sagen Sie, sind Astrid und Christel Löwen schon eingetroffen? Dem war nicht so. Ja. Die hinteren sind auf etwa 50 Meter Länge ineinander verkeilt. Das Brückenfundament ist total zerstört. Die Unglücksursache ist noch unklar. Sicher ist, dass ein Auto unter einem der Waggons liegt. Diese Bilder vergisst man ja nicht. Dass das ein grauenhafter Unfall ist, wo man mit sehr vielen Toten rechnen muss. Es war jetzt nur für mich noch die Frage, ist es jetzt dieser Zug, in dem die beiden gefahren sind, oder ist es nicht? Wie ein Sprecher des Stabes mitteilte, sind zahlreiche Menschen noch in den Waggons eingeklemmt. Viele Verletzte werden zunächst auf einem Feld, auf dem ein Lazarett eingerichtet ist, notdürftig versorgt. Andere werden in umliegende Gebäude gebracht, um dort medizinisch behandelt zu werden. Und? Ich heiße Marie. Ja. Marie Busch. Komm mal her. Marie Busch. Und wem suchst du? Wir sind nur gerannt. Wie gesagt, Matten von unten geholt, Matten von hier geholt, alles eingerichtet. Ja, wir haben nach einer gewissen Zeit überlegt, wir brauchen ja Infusionsständer. Und da fiel mir dann ein, ja, Kartenständer, das ist es doch. Die Ärzte haben die behandelt und wir mussten dann alle Anreichungen entweder trinken geben oder einen Tupfer geben und damit die denn die Wunden, was sie eben hatten, nicht, dass sie bearbeitet wurden, nicht. Es war eine Schwester da, ich kann mich noch erinnern, die hieß Rosa und die hat meine Hand genommen und mich beruhigt. Die hat nichts gesagt, nur die Hand genommen. Richtig fallen lassen. Richtig ermattet, erschöpft fallen lassen. Ja, neben mir lag ein Kind und da wollten sie mich erst nach Eppendorf in das Krankenhaus fliegen. Ich habe gesagt, das ist bei mir nicht so tragisch, nehmen Sie lieber den Jungen mit, der neben mir lag. Mama!
Für die Angehörigen der Reisenden des verunglückten ICE hat die Bundesbahn Telefonnummern eingerichtet. Es sind Nummern in Hamburg, Hannover und München. Für Hamburg ist es die Vorwahl 040 19 419. Dann war eigentlich schon klar, dass in Eschede das Chaos herrscht, weil auch die Überlegung natürlich da ist, dann einfach an den Unfallort zu fahren. Aber ich habe da drin keinen Sinn gesehen bei der großen Entfernung, wie lange das ich brauche, bis ich da hinkomme. Außerdem kann ich zu Hause nicht weg. Du, die beiden sind nicht in Hamburg angekommen. Weiß auch nicht, was passiert ist. Ein ICE ist entgleist. Wo? Irgendwo hinter Hannover. Viele Tote hat es gegeben. Wurde die Strecke Hannover-Hamburg komplett gesperrt. Vielleicht sind ja die unseren da drin. Es kam zu erheblichen. Soll man auch sagen, es ist so ein Ereignis, das niemand sich ausdenken kann und vorstellen kann, wenn das so plötzlich über sie hereinbricht. Genauso muss man sich, wie wirklich buchstäblich der Blitz aus heiterem Himmel. Und natürlich hat man die Hoffnung, sie sind bei den Verletzten. Oder bei den vielleicht Unverletzten. Was wird jetzt sein? Also was werde ich vorfinden? Wie wird mein Leben jetzt mit dieser Familie weitergehen oder ohne diese Familie? Das waren so Gedanken, die kreisten. Es gibt nichts Neues. Aber ich musste aus der Halle raus. Ich konnte es nicht mit anhören. Von dem, also ein Geschrei von den Angehörigen, es lief mir kalt runter, die Tränen liefen, ich bin raus. Was für mich am schrecklichsten war, war in der Angehörigenhalle am nächsten Morgen. Da war es ganz, da bin ich rein, ich hatte eine Einquartierung, da bin ich da rein in die Halle, nur Schweigen. Und es gab dann immer Meldungen, welche Personen nun gefunden worden waren und in welchen Krankenhäusern sie lagen. Und es kamen dann immer diese Listen, die man dann mit großer Angst und Herzklopfen studierte, um zu gucken, sind sie dabei, wo sind sie, in welchem Krankenhaus sind sie. Also ich habe da, glaube ich, 2 Tage gesessen. Und dann ging es immer nur darum zu warten. Also wir wussten, dass die Rettungsmannschaften fieberhaft arbeiteten. Und der Druck der Bahn, der wurde doch am Anfang schon, ja, eigentlich während des ganzen Einsatzes, sehr groß, eben, dass wir so schnell wie möglich zusehen sollten, dass wir unsere Arbeit dort erledigen und die Bahnstrecke eben frei wird, dass der Zugverkehr wieder rollen kann. Da fehlt es mir so ein Stück weit, ja, zumindest bei manchen führenden Bahnmitarbeitern an der Einsicht, dass man das zu akzeptieren hat. Und nicht in Konzernstrukturen denkt und sagt, so und so ist es, das ist unsere Strecke und wir sagen jetzt, wo es lang geht. Das bedurfte einer klaren und deutlichen Ansage, danach war auch Ruhe.
Der Tag der schwersten Zugkatastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik. Kurz vor dem Bahnhof dann die Katastrophe. Die Leitplanken einer der heranrasende Zug prallt in das Auto, springt aus den Gleisen, dann bohrt sich der Triebwagen. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugs. Hat man mich in ein Einzelzimmer gelegt hier und sind natürlich schlecht in ein Einzelzimmer. Ich brauchte einen Gesprächspartner und mein Gesprächspartner war dann der Fernsehapparat. Dann habe ich das ganze Unglücksgeschehen bis tief in die Nacht mitverfolgt nochmal. Die Unglücksursache ist noch unklar. Unmittelbar am Unfallort hielten sich Gleisarbeiter auf. Sie zogen sich wegen des herannahenden ICE 884 hinter die Brückenpfeiler zurück, wo sie sich in Sicherheit wähnten. In wenigen Sekunden hat sich alles in ein Trümmerfeld verwandelt. Aus den Wracks gellen Hilfeschreie. Viele können nur noch stöhnen. Wir sind direkt nach Büsum gefahren. Und dann haben wir den Fernseher angemacht und dann saßen wir da geschockt vor dem Fernseher und haben uns das alles nochmal angeguckt. Hier haben nur wenige der 300 Passagiere heil überlebt. Einer, der mit dem Schrecken davonkam. Und dann haben wir gemeinsam versucht und tatsächlich haben wir eine Tür, Gott sei Dank, aufgekriegt. Und dann sind wir halt raus. Und ja, als ich dann gesehen habe, was da los ist, wurde mir erst mal bewusst, was man für ein Glück gehabt hat. Denn alle anderen Waggons, das waren die zwei Einzigen, die da allerdings glimpflich davon gekommen sind. Auf allen Sendern praktisch war ich drauf und war natürlich überrascht. Und ja, dann gingen die Telefone los. Ich war ja so unbedarft und so der erste Beste, der kam, und das war zufälligerweise die neue Revue, die rief an, Exklusivvertrag, 1500 Mark. Ja gut, ja klar, warum nicht, nimm ich mit, ja. Und später hätte ich wahrscheinlich viel mehr kriegen können. Ne? Und habe dann da eigentlich mehrere Stunden gesessen und am Bett von meinem Sohn und habe mich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr bewegt. Aber ich habe mich einfach mit meinem Sohn halt beschäftigt und gesagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Wir haben es gehört, Gleisarbeiter waren dort tätig, sind unter den Opfern. Können Sie uns Näheres sagen, was dort an Arbeiten ausgeführt wurde? Es waren, soweit ich mich bisher informieren konnte, waren es signaltechnische Arbeiten, die an der Seite des Gleises gemacht wurden und mit dem eigentlichen Fahren des Zuges und Behinderungen durch diese Arbeiten nichts zu tun haben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwar sind nun fast 12 Stunden seit dem Unglück vergangen, aber immer noch weiß man nichts Genaues über die Ursachen für das, was passiert ist. Zunächst hatte man angenommen, ein Auto sei von der Brücke auf den darunterfahrenden Zug gestürzt. Das war wohl nicht so. Über die Katastrophe von Eschede berichtet Gerald Pinkenburg. Die Bahnstrecke kurz vor dem kleinen Heideort Eschede gleicht auch am Abend noch einem Trümmerfeld. Mit schwerem Gerät sind Spezialfirmen dabei, die tonnenschwere und ineinander verkeilten Waggons des ICE auseinanderzuziehen. Bei der Bahn AG kann sich bis zur Stunde niemand erklären, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Im Augenblick sind die Züge ja auch noch nicht freigegeben und die werden erst durch die ermittelnden Behörde freigegeben. Und dann werden die sich ein Bild gemacht haben und zu einer Aussage kommen. Die Aufräumarbeiten werden hier sich... Ich will das nicht mehr sehen. Ja, und diese permanente Berichterstattung und immer von vorne und so weiter macht sie ja nur verrückt damit. Und ich brauche nicht ständig irgendwelche aufgeregten Kommentare und Hubschrauberflüge sehen. Es hilft nicht. Noch dazu, wenn ich da den Christoph habe und die Wildtrud da habe und schauen muss, dass ich zurechtkomme. Hans, für dich. Das Krankenhaus in Uelzen. Geben Sie mir bitte die Station 5. Es geht um die Frau Busch, die bei Ihnen eingeliefert wurde. Die saß doch im ICE, oder? Ja. Hat die eine Tochter? Wir haben hier die kleine Marie mit Nachnamen Busch, deren Mutter wir vermissen. Ich sag, lass eure Bürokratie mal an der Seite. Ich sag, ich muss das wissen, wegen der Tochter. Naja, und dann haben sie durchgestellt. Und dann war die Frau aber im OP, war bewusstlos. Darf man fragen, wie es da geht? Ja? Nicht lebensgefährlich verletzt. Ja? Wenn sie wach wird, dann sagen Sie ihr, ihrer Tochter geht's gut. Richten Sie der Frau das aus, ja?
Danke. Darf ich nur? Ja. Ich war so glücklich. Ich war der glücklichste Mensch der Welt in diesem Augenblick. Ich sofort wieder angerufen. Ja, hier ist nochmal Gehring, Eschede. Herr Busch, wir haben Ihre Frau gefunden. Die liegt im Krankenhaus. Nein, nicht lebensgefährlich verletzt. Ja, sie ist im OP. Ja, keine Ursache. Bitte. Marie? Ja? Und spätabends haben die mich dann angerufen, weil die Frau hat keine Tochter. Und das war für mich der Wahnsinn. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Da war das eine Namensgleichheit. Und das war für mich in dem Augenblick das Allerschlimmste, weil ich jetzt bei im Elternhaus angerufen hatte. Ich war so glücklich. Naja, dann hat sich das sozusagen erledigt gehabt. Es waren auch noch einige andere, die wir dann von außen versucht haben, die Scheiben kaputt zu schlagen. Man brauchte eine ganze Zeit und ziemlich viel Kraft, um so ein Fenster rauszukriegen. Da wurde immer noch angenommen, dass da noch viele Leute drin sind. Keiner wusste genau, also, was da eigentlich los war. Und natürlich haben wir immer noch gehofft, möglicherweise gibt es irgendwo einen Hohlraum und da ist vielleicht noch jemand, dem wir helfen können, sonst wäre ja unser Dasein dort auch nicht unbedingt dann notwendig gewesen. Aber man hat natürlich gehofft, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dort noch Überlebende ausholt, war sehr gering. Ja, das war ein Inferno. Und ich gerade auch, dass eben so Menschen im Sand vergraben waren und solche Dinge. Also das war. Also wenn man selber da Leute vermisste, waren das schreckliche Vorstellungen. Falsch gelebt. Kennen Sie die Geschichte von hier? Ja. So fühle ich mich, Hiob. In der Hiob-Geschichte sind es ja die Freunde, die ihm sagen, das hast du davon. Nicht? Irgendwie hast du nicht gottgefällig gelebt. Und dann passiert sowas. Da ist der erste Gedanke, irgendwas hast du falsch gemacht. Die leben, die Kinder. Da sind zwei noch am Leben. Und es war da ein Arzt, jedenfalls so ein weißbekittelter Mensch, der sagte, es seien zwei Kinder gefunden worden, die in so einer Blechblase, die sich gebildet hatte, überlebt haben. Sie haben gerufen. Ich hab's doch gehört. Dann natürlich nachgefragt, wie war denn das und sind da Kinder gefunden worden? Es stellte sich dann aber heraus, dass dieser Arzt selber nicht mehr bei Sinnen war. Der war durch das, was er da erlebt hatte, so erschüttert, dass er ja durchgedreht war, ne? Und sich jetzt solche Hoffnungsgeschichten ausgedacht hat. Ich hatte dann, als ich da wegfuhr, keine Hoffnung mehr, meine Familie wiederzusehen. Aber ich hatte auch noch keinen definitiven Beweis, dass sie nicht mehr lebten. Musik.
Das war vom frühen Nachmittag an, standen wir auf diesem Brückenkopf mit dem Team und wir haben auch verschiedene Tote dort untersucht und wegbringen lassen, erwachsene Kinder. Untersuchen und den Tod feststellen. Das war bei vielen aufgrund des Verletzungsmusters natürlich auch relativ eindeutig. Es wurde ja hinterher auch viel beschrieben, dass selbst Leute, die schon in Kriegseinsätzen waren, sowas eher natürlich selten zu sehen bekommen. Es war warm, die Sonne schien und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich einfach mal eine Pause machen. Ich kann jetzt nicht mehr, ich muss einfach jetzt mal einen Moment ganz woanders hingehen. Und da stand man dann so an diesem Bahndamm und dann waren ja auch schon einige Leichenwagen vorgefahren. Und es stand da eine Reihe von diesen Leichenwagen. Da kam es einem das erste Mal so richtig zu Bewusstsein, ne, was das eigentlich bedeutete, wie viele Schicksale da auch hintersteckten. Da fing man dann an nachzudenken, nicht? Und nach 3 Tagen am Samstag kamen 2 Polizeibeamte. Mein Kollege und ich sind hergekommen und müssen einen Traum. Und haben mitgeteilt, dass die Astrid tot ist. Es hat zum Zeitpunkt, als die Astrid identifiziert war, bei meiner Frau noch immer Unklarheit bestanden. Ich will den Pfarrer nicht hier haben. Sagen Sie dem irgendwie ab. Beziehungsweise halten Sie den fern, ich will den da nicht haben. Ja, machen wir. Ja, schön. Das haben Sie mir auch zugesagt. Der Christoph war vorher so Ministrant. Ja, und also auch von daher hat es also schon immer. Hat man ein bisschen mehr gewusst über den Herrn. Und ich wollte das dem Christoph eigentlich selber mitteilen. Und dann kommt dieser Pfarrer und geht auf den Christoph los und kontrolliert ihn da. Wir mussten ja einfach Teile finden, die, wo dann auch Fingerabdrücke hängen geblieben sind. Also an der Posaune des Sohnes, an der Bratsche der Nina. Also ich musste einfach Plätze finden, wo es eine Erwartung gab, dass da solche Identifikationsmerkmale waren, nicht? Warum das so war, das ist mir dann klar geworden, als der Beerdigungsunternehmer, dem ich den Auftrag gegeben hatte, zu mir kam und weinte.
und mich dann darum bat, nicht in die Särge gucken zu wollen. Und das habe ich auch nicht getan. Guten Morgen. Gekommen? Ich wurde von meinen Eltern abgeholt. Also er war sehr, ja, sehr gefasst. Rita. Ja. So, bin in den Unterricht reingegangen, da war jetzt so eine Schille, dann die Schüler wussten nicht, wie sie mich nehmen sollen. Da habe ich einfach eine Viertelstunde über das Unglück erzählt und es war befreiend. Es sollte unser Urlaub werden. Wir haben auf Sylt ein Haus. Wir sind da oft. Sehr oft in den letzten Jahren. Die Berge und die See. Ja, das war unser Revier. Meine Frau, wie sie da lag, als würde sie schlafen. Ich habe immer gedacht, warum steht sie nicht auf? Und wir gehen und fahren mit einem nächsten Zug einfach weiter. Hier haben wir den letzten Radreifen aus dem Eschede-Unfall. Wir haben uns extra einen damals aufbewahrt für Aus- und Fortbildungszwecke, an dem wir nochmal erläutern können, wie das damals gewesen ist. Ungefähr hier auf dieser Höhe von innen ist es zu dem Dauerbruch gekommen. Und diesen Radreifen haben die Mitarbeiter in München immer nur von außen angeschaut und nichts gesehen. Richtig. Die haben mit einer Lampe beleuchtet, haben geschaut, ob von außen irgendwelche Beschädigungen zu erkennen waren. Und mit der Ultraschallanlage, was haben Sie da sehen wollen oder was hätten Sie da erkennen können? Wenn sie denn so funktioniert hätte, wie man so eine hätte brauchen können, dann hätte man natürlich von außen hier mit dieser Ultraschallanlage auch feststellen können, ob von innen Risse gewesen wären. Das ist so zu dem Zeitpunkt damals nicht gemacht worden. Also die haben im Endeffekt mit der falschen Technik an der falschen Stelle geguckt. Das mag so gewesen sein, ja. Aber es wäre für mich ein großes Glück gewesen, wenn da einer aufgetreten wäre und hätte gesagt, ja, ich übernehme die Verantwortung. Also dieses ritterliche sich hinstellen und sagen, jawohl, in meinem Verantwortungsbereich ist das passiert und ich übernehme die Verantwortung. Stattdessen haben sie hochkarätige Anwälte herangekarrt, um sicherzustellen, dass es keine Verantwortung der Bundesbahn gibt. Und das fand ich
Fürchterlich. Aber gut, das ist so in unserer Gesellschaft. Die Betroffenheit, wenn man darüber nachdenkt, ist immer wieder da. Und wir würden alles tun, um es wieder gut zu machen. Das geht nicht. Also muss man jetzt mit dieser Katastrophe auch ordentlich umgehen. Und das tun wir ja.